Hallo Leute, heute mal ein ernstes Infovideo, mein erstes Infovideo. Es geht um meine AMVs, Anime Musik Videos, steht dafür, für alle die Abkürzung nicht kennen. Ja, es geht darum, ich habe heute auf meiner YouTube-Seite gelesen, dass ich einen Strike von YouTube bekommen habe, was ich natürlich nicht so sonderlich schön finde, aber was soll man machen? Hab leider ein bisschen Copyright verletzt. Ich dachte, wäre nicht so schlimm. Hat mir YouTube zumindest geschrieben, aber anscheinend stimmte das so nicht ganz. Ja, deswegen musste ich das löschen. Mit anderen Videos, die von Copyright betroffen waren, die gesperrt waren in einigen Ländern, die Inhalte von Dritten hatten, wo ich auch ehrlich zugebe, dass ich diese Videos gemacht habe. Ich habe sie aber jetzt, wie gesagt, gelöscht und werde sie auch nicht wieder hochladen, zumindest nicht auf YouTube. Vielleicht auf einer anderen Plattform, das weiß ich noch nicht, aber wie gesagt, es sind halt Copyright-Videos, ein Teil des Contents davon gehört mir nicht. Und ja, ich würde mich wahrscheinlich als Eigentümer auch darüber ärgern, wenn jemand meinen Content benutzen würde. Deswegen lasse ich das einfach mal, das jetzt auszudiskutieren, obwohl es ja eigentlich nur meistens oder eigentlich immer Musik war, die ich mir da ausgeliehen habe, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Aber wie gesagt, lassen wir das. So, einen zweiten Punkt hätte ich da noch. Und zwar, in letzter Zeit wurden keine Let's Plays hochgeladen, weder von Final Fantasy 4 mit Tela, dem großen Zauberer, der tot ist. Ja, ist wirklich tot. Oder von Pokémon Smaragd. Das liegt ganz einfach daran, dass ich aus zeittechnischen Gründen und aus arbeitstechnischen Gründen auch einfach nicht genug Zeit finde für diese Videos. Und ja, aber als Entschädigung dafür habe ich etwas geplant, ein kleines Special. Und wenn ich in diesem Special möglicherweise genug Zuschauer habe, weil ich bin nicht zuschauergeil oder so, aber es ist ein aufwendiges Projekt und ich denke mal, das wird meinem Computer einiges abverlangen. Und da könnte ich halt einfach ein paar mehr Zuschauer brauchen. Sonst lohnt sich das nicht wirklich. Meine jetzigen Let's Plays für den Gameboy mache ich, weil sie leicht zu machen sind, weil ich Spaß daran habe. Wobei ich sagen muss, dass ich an dem Spiel, was ich spielen werden würde, wenn ich genug Zuschauer haben würde, auch Spaß habe. Also jetzt schon Spaß habe. Ich habe es mir nämlich vor ein paar Tagen gekauft. Und ja, aber wie gesagt, mit wenig Zuschauern nutze ich das nicht wirklich und das finde ich auch ein bisschen doof und deswegen. Ich nehme übrigens gerade mit Camtasia Studio auf und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wenn nicht, mache ich es irgendwie anders, aber ich sehe jetzt irgendwie Aufnahme enden, nö, will ich noch nicht. Naja, werde ich mal schauen, ob das so funktioniert. Wenn ihr das Video jetzt seht und es und ich dieses Gelabere drinne habe, dass es nicht funktioniert und bla bla bla, dann hat es funktioniert und dann blende ich genau jetzt ein Bild meines Bildschirmschoners ein. Jetzt! Habt ihr das gesehen? Cool, oder? Und jetzt schalt wieder um auf das andere Bild. Gut gemacht. Ja, das waren die beiden Informationen, die ich hatte. Wie gesagt, die Let's Plays gehen bald weiter. Spätestens am Wochenende, wenn ich endlich mal ein bisschen Zeit finde. Und eine große Ankündigung. Ich habe mir Minecraft geholt. Endlich. Ich bin irgendwie der 500 Millionste Typ, der sich Minecraft geholt hat. Deswegen schaffe ich das auch aus zeittechnischen Gründen nicht, weil manche von euch kennen das bestimmt. Man fängt mit Minecraft an und aufhören ist schwer. Das war bei mir eine Woche lang so, die letzte Woche. Und in der vorletzten Woche habe ich das Spiel angespielt, was ich spielen werde, wenn ich genug Zuschauer habe, beziehungsweise Abonnenten, was dann aber ein großes Projekt wird, ein langes Projekt. Und wie gesagt,
Ja, jetzt ist die Woche mit Minecraft vorbei und ich habe einiges gebaut und irgendwie fällt mir nichts mehr ein, was ich bauen soll und deswegen habe ich erstmal aufgehört, Minecraft zu spielen. Wenn ihr Ideen und Vorschläge und irgendwas habt, was man in einer Minecraft-Welt so gebrauchen könnte, kurz zur Info, ich bin in einem Wald gespawnt. Gespawnt. Ich bin in einem Wald gespawnt, Alter. Ich bin in einem Wald gespawnt mit vielen Bäumen. Und hab direkt mal alles abgeholzt und hab mir eine kleine Kobbelhütte gebaut. Und eine Mine direkt vor meiner Haustür mit endlosen Höhlen, wie mir scheint, habe ich auch gefunden. Und ja, dann habe ich mich am zweiten Tag der Minecraft-Session bzw. Minecraft-Spiels ein bisschen verlaufen in der Welt und musste mich selber töten, weil ich nicht mehr zurückgefunden habe. Ohne Kompass und Karte ist das nicht so leicht, wie man denkt. Und ohne Fackeln und ohne Spitzäxte und ohne Schwert ist das alles nicht so einfach. Wie gesagt, das waren die beiden Informationen und ich labere hier nur Bullshit, deswegen beende ich das Video jetzt. Wer durchgehalten hat und es bis zum Ende angeschaut hat, Respekt, Alter! Und wer nicht, der hat halt was verpasst und kann es aber in meinem Bildchen lesen. Den Kern der Aussage oder halt der Video Description Pfeil nach unten. Alles klar, wir sehen uns.